Liebe Zuschauer vom Glückauf TV und des Adventskalenders, wir sind heute hier in der Müller Manufaktur in Seifen und unsere Firma wurde 1899 von meinem Urgroßvater hier gegründet und seitdem fertigen wir kleine und große Kunstwerke aus Holz. Mittlerweile bestehen die Kunstwerke aus Holz hauptsächlich aus weihnachtlichen Dekorationsgegenständen, von Pyramiden, Spieldosen, Räuchermännchen, Nussknackern bis hin zum Schwibbogen, umfasst also unser Sortiment eigentlich die ganze Bandbreite, die wir hier im Erzgebirge zu schätzen und lieben zur Weihnachtszeit. Und wir wollen natürlich auch einen kleinen Beitrag leisten für den Adventskalender. Und das, was wir vorhaben, ist hier im Bild ganz gut zu sehen. Das sind drei Figuren aus der Serie der Müllerchen. Das ist eine Räuchermann-Serie, die lebt von einer modernen Gestaltungshandschrift und von Überproportionen. Also die Figur hat einen relativ kleinen Körper, einen großen Kopf, der immer leicht zur Seite geneigt ist, eine große Nase und hat damit eigentlich ein sehr interessantes Erscheinungsbild. Ist eine unserer beliebtesten Räuchermann-Serien und wir haben uns überlegt, dass wir also nicht nur dieses Jahr einen Beitrag für den Adventskalender leisten, sondern auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr, damit möglicherweise die Serie irgendwann komplett bei Ihnen zu Hause stehen kann. Nämlich Kaspar, Melchior und Balthasar von den drei Weisen aus dem Morgenlande. Das ist unser Gewinn für den diesjährigen Adventskalender. Müllerchen, Kaspar aus der Serie der drei Weisen. Und im Hintergrund zu sehen, der Gewinn 2024 und der Gewinn 2025. Also mitmachen lohnt sich. Und die wichtigste Frage kommt jetzt, nämlich die Gewinnspielfrage. Welches Jubiläum wird im nächsten Jahr die Müller Manufaktur hier in Seifen feiern können? Ich wünsche Ihnen viel Glück und eine gesegnete Weihnachtszeit. Herzliche Grüße, Ihr Ringo Müller.